Hallo, hier sind eure Womo-Kids und wir haben eine Brauerei. Dort wird auch Fassbrause, Bier und Whisky hergestellt. Dieses Tier, was sie als Wappen haben, ist der Auerochse und da haben sie eine Herde. Außerhalb ein Gelände haben, also eine Wiese, wo sie drauf sind. Und diese Tiere werden auch nicht zugefüttert. Das heißt, sie fressen alles, was es dort gibt. Und dies ist das Wappen, was sie haben. Vielleicht wissen auch schon einige, welche Marke damit gemeint ist. Wenn nicht, die steht auch da, dann könnt ihr googeln. Und wir haben da eine Brauerei-Tour gemacht. Und jetzt werden wir euch ein paar Dinge davon zeigen. Und los geht's. Und die haben auch einen eigenen Whisky. Den gibt es aber nur dort zu kaufen an der Rezeption. Also es ist wirklich cool, da mal hinzufahren. Und die haben auch einen Whisky, der am ältesten ist und im Laufe des Jahres gemacht wird. Der ist von 2008 und dieses Fass haben wir gefunden und das zeigen wir euch jetzt. Und das ist das Fass, wo der Whisky aus 2008 ist und der ist nämlich am 28.08.2008. Zwar bei der Führung wird man natürlich alles viel genauer erklärt, alles viel genauer gezeigt. Und die Fassbrause, die es da gibt, ist auch sehr gut und die kann man dort auch probieren. Und die haben super coole Kisten und die zeige ich euch jetzt. Und zwar die Boxen, die dort haben, sind Holzboxen. Die sind natürlich auch wiederverwendbar und diese werden in einer Werkstatt gemacht, wo welche mit Handicap arbeiten. Und ich finde das eine super coole Sache, das dort machen zu lassen. Und als wir abends zum Essen gehen wollten, waren da einfach zwei Regenbogen, weil es geregnet hat. Der hintere, den sieht man nicht so stark, aber er war da. Und hier sieht man ihn nochmal von nahen. Ich fand, der hat eine super schöne, kräftige Farbe gehabt. Und hier im Restaurant wird dir dein Essen mit einem Roboter gebracht. Und der weiß einfach jedes Mal, wo er hin muss. Und hier sind zwei der Braukessel. Und in diesem Kessel wird der Whisky gebrannt. Aber wie auch schon gesagt, dieser Whisky braucht Jahre, um zu reifen. Und in diesen Fässern wird der Whisky, der mehrere Jahre lagern muss, gehalten. Und die Brauerei verfügt über eigene Wasserquelle, wo sie das Wasser für alle ihre Getränke, die sie dort haben, benutzen. Und bei diesem Gewölbe ist es so gemacht, wenn man oben in der Mitte den Stein rausnehmen würde, was ich nicht machen würde, dann würde nämlich das ganze Gewölbe zusammenbrechen und dort werden Veranstaltungen, Hochzeiten und alles gemacht. Verkostungen stattfinden. Und dies waren jetzt auch schon wieder eure Womo-Kids. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Das würde uns sehr freuen und es ist kostenlos. Zumindest, das war jetzt auch schon wieder eure Womo-Kids und bis zum nächsten Mal.